Was macht die US-Notenbank Fed mit den Zinsen? Dazu ein Mord auf offener Straße in New York am Chef des größten Versicherungsunternehmens der USA. Wahnsinn, was da passiert. Und ähnlich wahnsinnig ist auch das, was beim DAX passiert, der immer extremer wird. Und das vor dem Hintergrund einer immer schwächer werdenden Weltwirtschaft, von der die DAX-Unternehmen ja abhängig sind. Von Deutschland und Schwäche, wirtschaftlicher Schwäche brauchen wir gar nicht erst reden. Das sind die Themen, um die es heute geht. Und wir starten mal mit diesem fürchterlichen Mord. Wir haben hier diese Tat an dem Chef von United Health, Brian Thompson, 50 Jahre alt, und der war auf dem Weg zu einer Investorenkonferenz in New York und ist dann von diesem Mann, den Sie hier auf diesem Bild von einer Überwachungskamera kurz sehen oder sehen können, erschossen worden. Man weiß überhaupt nicht, was da passiert ist oder warum das passiert ist, genauer gesagt. Man weiß nur, dass das eine absichtliche Tötung war, dass der dem aufgelauert hat und den Chef von United Health, ein Unternehmen, das 190 Milliarden Dollar im Jahr Umsatz macht, schlichtweg umgebracht hat. Die Wall Street erstmal erschüttert, aber dann, wir kennen die Herrschaften, dann ein bisschen, naja, lass uns doch mal gucken, was heute wichtig wird. Und das ist eben Jerome Powell. Was wird der sagen zu den Zinsen? Der wird ja auftreten in einem moderierten Gespräch. 19.40 Uhr beginnt das deutscher Zeit. Was wird die Fed machen? Dann am 18. Dezember die Zinsen senken, ja oder nein? Kürzlich hatte schon Chris Waller ja gesagt, also ich neige zu einer Zinssenkung, wenn jetzt die Daten nichts Außerordentliches daran verändern. Analystenhäuser sagen, naja, der wird sich vielleicht jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt noch einige Daten, die abzuwarten sind. Am Freitag die Non-Farm Payrolls zum Beispiel. Heute hatten wir schon eine Menge Daten, dazu gleich mehr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen sinken im Dezember, liegt immerhin laut Fed Fund Futures bei 76%. Diese Diskussion ja in New York stattfindend, also dem Ort, wo diese Tat passiert ist, am Chef von United Health. Und die Frage, die man sich stellen kann, ist, weiß Paul schon, wie die Arbeitsmarktdaten am Freitag ausfallen werden? Das könnte dann das entscheidende Zünglein an der Waage sein, das entscheidet, ja, die Fed, die wird die Zinsen senken oder eben auch nicht. Heute allerdings Aussagen eines Fed-Mitglieds, nämlich Musa Lam, der gesagt hat, also es könnte sein, dass wir jetzt mal pausieren mit den Zinsen, denn wir haben nach wie vor eine zu hohe Inflation und wir haben inzwischen weniger Sorgen um den Arbeitsmarkt. Ja, man hatte ja zuletzt sehr schwache Arbeitsmarktdaten, also die des letzten Monats, 12.000 neue Stellen. Aber da konnte man sagen, ja gut, Hurricanes und so weiter, das war alles verzögernd oder hat da die Daten ein bisschen verwischt. Aber er sagt, es sind auf jeden Fall alle Optionen offen bei diesem Fed-Meeting und die Pause bei den Zinssenkungen könnte im Dezember kommen oder auch erst später, gucken wir mal. Aber was Musa Lam auch gesagt hat, die Anstiege der Aktienmärkte, das habe nichts mit der Fed-Politik zu tun. Nein, natürlich nicht, gar nichts. Das ist völlig klar, dass das natürlich reine, wie soll ich sagen, ja, also einfach, weil die Unternehmen so geil sind und weil eben alles so schön billig ist, könnte man sagen. Aber wir haben doch schwache Daten vom Arbeitsmarkt bekommen. ADP-Arbeitsmarktbericht schwächer als erwartet. Jetzt nicht dramatisch, aber was dramatisch war, das war die Abwärtsrevision des Vormonats. Letzten Monat ja erstmal gemeldet 233.000 Stellen, jetzt nur noch 184.000. Das ist die größte Abwärtsrevision seit dem Mai 2023. Und hier sehen wir mal, was die Fed vielleicht durchaus interessieren wird, dass die Löhne beginnen wieder zu steigen, auch bei den Jobchangers, also diejenigen, die ihren Job verlassen, in der Hoffnung, dass sie einen besseren Job bekommen. Der Anstieg bei diesen Jobchangers jetzt von 6,7 auf 7,2%. Das ist eine Menge Holz und diejenigen, die im Job bleiben, die haben immerhin einen Anstieg von 4,8%. Das ist der höchste Wert seit Juni. Also da ist wieder so ein Stück weit Druck durch die Löhne, die auch natürlich durch diese ganzen Gewerkschaftsforderungen, die dann teilweise umgesetzt wurden, wie bei Boeing zum Beispiel,
da dürfte jetzt einiger Druck eben auf die Zinsen kommen. Auf der anderen Seite sehen wir eigentlich Schwäche am Arbeitsmarkt, denn wir haben hier zum Beispiel die Hires, also die Anstellungen in Relation zum gesamten Jobmarkt, wie viel Prozent das ist. Und wir sehen, das geht immer weiter nach unten. Wir haben jetzt den niedrigsten Wert seit Jahren. Eigentlich ein Wert unter dem Rezessionsniveau oder zumindest auf Rezessionsniveau. Normalerweise ist das ein Zeichen, dass es mit der Wirtschaft nicht so wahnsinnig gut läuft. Wir haben dann heute zum Beispiel Zahlen von Footlocker bekommen, dieser Schuhfirma, abgestürzt die Aktie 15%. Man hat da auch gesagt, Nike dürfte auch sehr schwach sein. Also man sieht, der Konsument, der hat scheinbar schon Schwierigkeiten. Und das hat sich auch dann jetzt Black Friday und vor allem Cyber Monday gezeigt. Black Friday war eigentlich, was das Volumen der Umsätze in den USA betraf, ziemlich stark, also der Einzelhandelsumsätze. Allerdings haben 1,7 Millionen Amerikaner weniger eingekauft als noch im Vorjahr. Und der Cyber Monday, also der Montag, der jetzt, dieser Montag, also vorgestern, der war ziemlich schwach. Also es ist ein widersprüchliches Bild, was da in den USA los ist. Und das wird nochmal unterstrichen durch die doch deutlich schwächeren Daten heute vom ISM Index Service. Die Daten kamen ja um 16 Uhr. Erwartet eigentlich hier eine deutlich bessere Zahl. Wir sind noch bei 52,1, aber erwartet war so eine Zahl um 55. Also schon eine große Prognoseverfehlung. Wir sehen vor allem ganz schwache Orders im Vergleich zum Vormonat, New Orders. Sie sehen diesen Pfeil nach unten. Während das, was wirklich steigt, das sind die Prices Paid, also die bezahlten Preise mit 58,2, deutlich angestiegen. Also weniger Aufträge oder zumindest das Auftragswachstum ist deutlich abgeflacht, während die Preise wieder dynamischer steigen. Das hat sich aus diesen ADP-Arbeitsmarktdaten schon gezeigt. Und das eben vor dem Hintergrund, dass die Restwelt, also alles, was nicht USA ist, offenkundig ein Problem hat. Ich habe diese Daten oder diese Grafik von Goldman Sachs schon mal gezeigt. Wir haben einen beispiellosen Absturz jetzt der Wirtschaftsdaten, vor allem im November gehabt. Deutschland, Frankreich, Europa insgesamt, aber auch andere Teile der Welt haben echte Probleme, dass die Amerikaner auf einem anderen Stern leben und sich da komplett entkoppeln können. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber der Optimismus ist groß. Das gilt für die Finanzmärkte und das gilt jetzt eben auch in Teilen der Wirtschaft. Hier zum Beispiel Manufacturing-Indizes, die regionalen, also Philadelphia zum Beispiel, Kansas Fed, Dallas Fed, die haben ja alle so regionale Barometer und da ist der Optimismus groß, weil man eben sagt, ja, der Trump kommt und dann haben wir eine Renaissance sozusagen der Industrie. Wir sehen rechts hier das Sentiment in Sachen Wirtschaft deutlich angestiegen, zumindest bei den Republikanern gilt, die Demokraten werden jetzt nicht so super drauf sein und auch das ist dann auch im Zusammenhang zu sehen mit den wahnsinnigen Gewinnerwartungen, die jetzt die Märkte haben für das Jahr 2025 für die an US-Börsen gelisteten Unternehmen. Wir waren im Jahr 2024, war die Erwartung relativ moderat, dann war es faktisch besser als erwartet, also war das ein Grund, neben vielen anderen, dass die Märkte gestiegen sind. Jetzt hat man schon sehr, sehr hohe Erwartungen für 2025. Das wird jetzt nicht mehr ganz so leicht. Und die Euphorie ist wahnsinnig. Hier sehen wir mal, wie jetzt die Kursziele für den S&P 500 in den letzten Tagen nach oben revidiert wurden. Das gab es noch nie, einen solchen Anstieg der Kurserwartungen. Ich hatte heute Morgen gezeigt im Videoausblick mal einen Snapshot aus dem Jahr Ende 2022, wo eben die Wall Street versucht hat, Prognosen zu geben fürs Jahr 2023 damals. Und zwar 2022 war ja ein schlechtes Jahr, weil die Fed damals die Zinsen angehoben hat. Also war man sehr, sehr pessimistisch. Jetzt ist man unfassbar euphorisch und denkt, es kann nur nach oben gehen mit den Märkten. Ein Exemplar ist JP Morgan, jetzt sogar 6.300 noch bis Jahresende. Das wären weit über 200 Punkte noch beim S&P 500. Und wenn man hier zumindest hinweist, dass es vielleicht doch Risiken gibt, dann ist man ziemlich alleine auf weiter Flur. Nein, das darf nicht sein. Steigende Kurse schaffen steigende Stimmung und da lässt man sich ungern reinreden, wie ich in den Videokommentaren teilweise sehe. Hier sehen wir mal die Kursziele etwa der Wall Street Banken. Also von 6.500, das ist so das Niedrigste, bis 7.000. Hier unten sehen wir mal das Verhältnis zwischen dem US-Aktienmarkt, also der Wall Street und der Europa, dem Aktienmärkten in Europa. Dagegen sind wir praktisch eine Größe, die total irrelevant ist. Da ist alleine Nvidia ja schon viel größer als alle
alles, was im DAX läuft. Und wenn wir kurzfristig uns das Bild mal anschauen, wie schaut es denn aus in den USA? Dann sehen wir, ja, also normal ist die erste Dezemberhälfte so ein bisschen volatil. Es fängt nicht gut an. In diesem Jahr hat es gut angefangen, dann kommt ein Anstieg. Dann allerdings nochmal Schwäche bis Mitte Dezember und dann kommt eben die Santa Claus Rally, die jetzt auch alle erwarten. Aber insgesamt gilt für 2024, was schon für die letzten Jahre galt, die eigentlichen Gewinne passieren nicht während der Handelszeit an der Wall Street, 15:30 bis 22 Uhr deutscher Zeit, sondern danach oder davor, je nachdem. Also wenn die Wall Street 22 Uhr deutscher Zeit geschlossen hat oder vor 15:30 Uhr, das deutet auf, wie soll ich sagen, naja, da werden ein paar Herrschaften vielleicht mit Futures so ein bisschen an der Schraube drehen, um dann bestimmte Resultate erzielen zu können, die wiederum für sie vorteilhaft sind. Denn das ist schon auffällig, wie krass das abweicht. Während der Wall Street Handelszeiten passiert gar nicht so viel. Dagegen sehen wir diesen Unterschied zwischen dem, was dann danach oder davor eben passiert. Und eine der Probleme, die wir 25 bekommen dürften, ist eben der Handelskrieg. Jetzt hat Trump nochmal gezeigt, wie ernst er es meint. Er hat Peter Navarro, den wir ja noch kennen aus seiner ersten Amtszeit, jetzt als Handelsberater installiert. Er soll also hier kommunizieren in Sachen seiner Zölle. Also so eine Art, wie soll man sagen, Pressechef, der dann die Zollpolitik von Trump kommunizieren soll. Und Peter Navarro ist ja einer der größten China Hawks, also jemand, der sehr, sehr scharf gegen China schießt, der in China den Systemkonkurrenten schlechthin sieht. Also das zeigt, das könnte ein bisschen heftiger werden. Und ja, die Wall Street hat das schon so ein bisschen auf dem Zeiger. Hier mal die Branchen oder die Sektoren, die jetzt sagen oder wo in den Earnings Calls von Zöllen die Rede ist, als Sorge, als Problem. Und dann sehen wir vor allem Consumer Discretionary, wir sehen Healthcare, also praktisch alles, was Pharma ist. Wir sehen auf der anderen Seite eben auch Tech. Also da macht man sich Sorgen, da ist das wirklich relevant. Dazu noch Materials, Industrials, also diese Bereiche, die von Zöllen dann besonders betroffen wären. Und hier sehen wir mal, die Bewertungen der weltweiten Aktienmärkte sind okay. Das gilt für China vor allem, das gilt aber auch für Europa. Der DAX wird jetzt immer teurer. Dazu im zweiten Teil mehr. Wer wirklich teuer ist, das sind die Amerikaner. Und das eben, weil man hofft, die Fed wird die Zinsen weiter senken. Der Trump, der wird eine ganz tolle Deregulierung und Steuersenkung machen. Und überhaupt, weil mir die Geister sind, sagen die Amerikaner Geld. Deswegen haben wir diese Bewertung auch verdient. Aber was ist, wenn die Wirtschaft nicht mehr so mitspielt? Und die heutigen Daten, die waren schon ziemlich schwach. Das war schon auf der untersten Seite der Erwartung, kann man sagen. All das vor dem Hintergrund einer grundsätzlich total verschuldeten Welt. Wie geht es da in den USA weiter? Hier sehen wir, wie die Schulden links unten, wie die massiv angestiegen sind. Jetzt müssen 10 Billionen Dollar refinanziert werden bis Ende nächsten Jahres in den USA. Und überall werden jetzt wahrscheinlich die Schuldenstände steigen, mit Ausnahme von vielleicht Italien und Japan. Selbst in Deutschland dürfte das bald nach oben gehen, so die Erwartung der Märkte, weil wahrscheinlich diese Schuldenbremse aufgehoben wird. In den USA wird es eh nach oben gehen, so die Erwartung, oder macht nichts. Aber wie soll das alles funktionieren? Wie sollen die Wirtschaften wirklich mit diesen Zöllen umgehen, wenn wir schon so viel Schwäche insgesamt sehen? Ich habe hier mal den südkoreanischen Index oder die südkoreanischen Aktien, die gestern ja im Fokus waren nach diesem Putsch von oben des südkoreanischen Präsidenten. Sehr, sehr schwach schon seit langer Zeit. China sowieso schwach, wissen wir aus den Aktienkursen, aber hier sehen wir auch mal das chinesische BIP in Relation zum US-BIP, das ist deutlich abgekippt seit der Corona, also Schwäche auf breiter Front. Und diese Schwäche in China sieht man dann zum Beispiel in Zahlen des Immobilienentwicklers Country Garden. Da gab es mal kurz so ein bisschen Hoffnung, dass diese Stimulusmaßnahmen der Chinesen helfen würden, aber nein, das scheint wieder verpufft. Und solange die Immobilienblase nicht revitalisiert werden kann, wird es in China schwierig werden. Woanders ist es sowieso schwierig. Im zweiten Teil, da wollen wir uns Deutschland anschauen, den DAX anschauen, nach Frankreich hier kurz gucken und zuerst aber noch über einiges an der Wall Street sprechen. Also das ist eine interessante Mischung, das kann ich versprechen. Im zweiten Teil, den Sie wieder unter dem Video verlinkt finden, mehr. Ich sage bis gleich. Servus, ciao.